Moin Leute, ich habe euch ja meine ungewöhnliche Heizungslösung gezeigt, indem ich halt viele Klimaanlagen verwende, um mein Haus zu heizen. Denn Klimaanlagen sind nichts anderes als ganz normale Wärmepumpen und die stehen ihren großen Brüdern in fast nichts nach. Ich war mega überrascht, wie gut das Video ankam. Es kamen mega viele Fragen und die Bitte, ein paar mehr Infos zu bringen, was das Aussehen angeht, warum ich keine Förderung wollte, wie laut das Ganze ist, stimmt deine Schätzung für den Stromverbrauch denn wirklich und so weiter. Und die Fragen möchte ich heute mit euch klären. Und zudem erschien ein sehr positiver, netter Artikel in der Chip E-Fahrer, der mich selbst sehr überrascht hat. Denn von dem Artikel habe ich erst durch einen Zuschauer erfahren. Ich wusste also gar nichts davon. Was natürlich nicht schlimm ist, da die meisten meiner Videos sowieso als Creative Commons veröffentlicht werden, also für jeden frei verfügbar sind. Okay, alles klar, dann legen wir los. Eine Frage kam total oft, und zwar, warum hast du dir nicht eine große zentrale Wärmepumpe mit den ganzen Förderungen geholt? Und ich bin nicht grundsätzlich dagegen, also nicht gegen Förderung, denn für einige Leute mag das absolut Sinn machen. Ich will das auch überhaupt nicht schlecht reden. Meine Gründe waren ganz andere. Im Obergeschoss müssen wir bei uns so oder so Klimaanlagen installieren, weil es im Sommer super heiß wird und wir haben alle relativ starke Allergieprobleme, sodass Lüften nur im geringen Maße geht und nach unten können wir wegen der Raumaufteilung nicht ausweichen. Also 3 unserer 6 geplanten Klimaanlagen würde ich quasi so oder so kaufen. Ja, also warum dann nicht noch 2, 3 mehr kaufen und damit heizen? Und das ist im Prinzip auch schon der Hauptgrund. Ja? Es ist halt einfach viel billiger und wir erschlagen 2 Fliegen mit einer Klappe. Ein anderer Grund ist, man muss die ganze Kohle nicht auf einmal ausgeben und keinen Kredit aufnehmen. Ja? Du kannst das Ganze Stück für Stück umstellen und deine alte Heizung so langsam aber sicher auslaufen lassen. Und noch ein Grund war, ich kann halt Warmwasser und die Heizung, also quasi die Raumheizung, komplett entkoppeln und auch meine alten Ölheizung im Sommerbetrieb weiterfahren, bis sie halt einfach nicht mehr geht. Ja, der Verbrauch ist dann halt von 15 Liter am Tag auf 2,5 Liter am Tag runter und ich kann halt mein ganzes Heizöl, was ich da noch im Tank habe, noch weiterverwenden und das halt relativ lange. Ein anderer Grund, das war jetzt so ein bisschen durch die Zuschauer, die mir von ihren Erfahrungen berichtet haben. Es scheint halt so zu sein, dass diese Förderungen halt auch zu einer stark erhöhten Nachfrage führen, was natürlich auch Sinn macht und ja eigentlich auch gewollt ist. Was natürlich aber auch zur Folge hat, dass die Preise halt auch ganz gerne steigen. Ne? Also eine höhere Nachfrage ist ja auch oft dann ein höherer Preis, wenn das Angebot nicht nachzieht und es scheint bei Wärmepumpen nicht zwangsweise so zu sein, besonders nicht in der jetzigen Situation. Und viele Leute haben mir halt auch geschrieben, dass sie mittlerweile für ein ähnliches Haus und eine ähnlich große Luft-Wasser-Wärmepumpe so circa 35.000 bezahlt haben und das fand ich halt schon krass. Mein Angebot aus dem letzten Frühling lag halt bei 27.000. Und selbst wenn ich eine Förderung von 50% dazu bekomme, ja, dann sind das immer noch fast 10.000 Euro Unterschied zu der Lösung, die ich hier gemacht habe. Und wie gesagt, 3 von den Wärmepumpen, also die Hälfte, müsste ich so oder so kaufen, plus die Wärmepumpe. Ob das Ganze jetzt aber irgendwie an der Förderung liegt oder an der generellen Preissteigerung oder ob der Installateur meiner Zuschauer halt quasi einfach teurer war, das weiß ich natürlich nicht, ne? Kann ich euch nicht sagen. Wenn ihr dann noch weitere Erfahrungen habt, dann schreibt doch einfach mal und erzählt, was ihr so erlebt habt und ich kann es dann halt sammeln und an euch als gebündeltes Bild weitergeben. Das hilft uns allen. Ja, okay, was ist mit der Lautstärke? Also wie ihr seht, ich sitze jetzt gerade hier direkt neben so einem Gerät, das hat vielleicht 1,50 Meter Abstand von mir und das läuft jetzt auf volle Pulle. Ja, ich würde sagen, das ist so grob wie ein Kühlschrank. Ihr könnt es halt hier hören, wie gesagt, ich finde es wirklich nicht so wild. Innen hört man gar nichts, das ist super leise. Und ich bin eigentlich relativ empfindlich, was Geräusche angeht. Aber wir leben halt hier auch auf dem Land und haben relativ viel Abstand zu Nachbarn und auch relativ wenig Nachbarn. Deswegen geht das relativ gut. Bei enger stehenden Häusern und wirklich sehr empfindlichen Nachbarn kann ich es euch echt nicht sagen. Ich persönlich finde es nicht so laut, aber das halte ich für sehr subjektiv alles. Ne? Und bei einem schwierigen Nachbarschaftsverhältnis, keine Ahnung. Wie gesagt, ist so für mich ungefähr wie ein Kühlschrank, vielleicht ein bisschen lauter wegen dem Gebläse noch. Eine andere mega häufige Frage, du hast jetzt 6 Außengeräte an deiner Hauswand, voll hässlich. Nein, das stimmt nicht. 2 Dinge dazu. Also erstens mal gibt es halt sogenannte Multisplit-Geräte, das heißt ein Außengerät und bis zu 5 Innengeräte. Also damit kann man die Anzahl der Außengeräte massiv reduzieren. Allerdings nur, wenn es das Haus und die Räume zulassen, weil ich muss ja dann die Kühlkanäle legen und das geht natürlich nicht unbegrenzt lang und je nachdem kann das auch von den Wänden her relativ kompliziert werden. Das muss man dann halt im Einzelfall sehen. Und bei uns speziell ist es nochmal ein bisschen anders, denn wir haben hier diese große überdachte Veranda und darüber ist praktisch nochmal das Haus
Hausdach und ich stehe jetzt praktisch darauf und ihr seht hier so ein Außengerät und das ist von unten praktisch überhaupt nicht sichtbar. Deswegen stehen drei Geräte hier auf diesem Verandadach und drei hängen hinter dem Haus unter der Veranda, also wirklich direkt unter der Bodenfläche von der Veranda. Und das sieht man jetzt halt auch nicht so wirklich. Aber je nach Haus mag das halt viel schlechter funktionieren. Das kann ich euch pauschal halt einfach nicht beantworten. Bei uns in diesem Fall ist es sehr, sehr günstig halt wegen dieser Veranda. Die können wir dafür halt ganz toll nutzen. Berechnung des Verbrauchs. Da gab es noch einige Fragen und Anmerkungen für euch. Und ich versuche mal, die wichtigsten Fragen zu beantworten. Einer meinte halt, die Wohnfläche passt nicht zum Verbrauch. Und das stimmt. Tatsächlich haben wir unten einen Wohnkeller, der aber kaum genutzt wird. Nutzen wir so eher als normalen Keller. Und zudem haben wir noch eine relativ große überdachte Veranda, die zum Teil ebenfalls in unsere Wohnfläche eingeht. Und den Flur zum Beispiel, der bei uns auch relativ groß ausgefallen ist, den heizen wir halt auch nicht extra. Das macht bei uns keinen Sinn mit den Kindern, weil die andauernd rein und raus rennen. Und deswegen ist diese Anmerkung tatsächlich richtig. Die beheizte Fläche, die wir haben, ist wesentlich kleiner als die angegebene Wohnfläche, die ich letztes Mal genannt habe, von 220 Quadratmetern. Also mein Vergleich zur Ölheizung hinkt aber natürlich nicht, da die beheizte Fläche, ob ich jetzt eine Ölheizung habe oder nicht, dieselbe bleibt. Wie kommst du auf die 3000 Kilowattstunden für die Klimaanlagen? Einige Leute haben halt diese 3000 Kilowattstunden Verbrauch an Strom für die Klimaanlagen kritisiert bzw. in Frage gestellt. Und ich bin auf die 3000 Kilowattstunden gekommen anhand meines bisherigen Verbrauchs. Und ich habe sogar noch was draufgeschlagen, da wie gesagt noch nicht alle Klimas laufen bzw. einige Räume noch nicht wirklich genutzt werden oder nur wenig genutzt werden und bisher nur minimal beheizt werden. Was sich aber natürlich noch ändern wird. Mein Stromverbrauch kenne ich sehr gut, da ich den Stromzähler mit einem Arduino auslese. Das könnt ihr hier sehen, wie das aussieht. Und die Daten dann logge auf einem großen Raspberry Pi in der Datenbank. Und das Ganze kann ich mir anzeigen lassen und auswerten und so weiter. Das ist ziemlich cool. Hier seht ihr zum Beispiel, wie das so für die letzten Tage mal aussah. Und dort speichere ich mir halt auch die Einnahmen durch die PV-Anlage. Das könnt ihr hier auch sehen. Und den Gesamtverbrauch der letzten paar Tage inklusive Klimaanlage zum Heizen. Und ihr seht, dass ich jetzt zum Beispiel, waren jetzt die letzten Tage so immer hier um die 0 Grad, teilweise auch drunter. Und ich komme nicht mal annähernd auf das am Tag, was ich für die 3000 Kilowattstunden zusätzlich brauche. Würde. Das sind nicht die Gesamtverbrauch, die 3000, sondern zusätzlich. Wobei ich jetzt sagen muss, bei dem Gesamtverbrauch sind jetzt hier die Einnahmen der Solaranlage bereits abgezogen. Die könnt ihr hier drunter sehen. Es ist jetzt aber nicht so, dass das alles total verändern würde. Was noch ein paar Leute gesagt haben, war, warum passt das alles mit der Ölheizung nicht zusammen? Und zwar haben dann ein paar Leute in den Kommentaren ausgerechnet, dass so 15 Liter am Tag für 150 Tage mit circa 10 Kilowattstunden pro Liter Heizöl ja ungefähr auf 22.500 Kilowattstunden Energie kommen müssten. Die Klimaanlage würde im Vergleich ja aber bei 3.000 Kilowattstunden und einem Scope von 4 auf grob 12 Kilowattstunden kommen. Also da gibt es eine Diskrepanz. Das haben viele halt angemeckert. Das stimmt, die Rechnung ist halt leider nicht ganz richtig. Erstmal ist der Verbrauch ja ohne Warmwasser. Also kommen wir erstmal ungefähr auf 12 Liter am Tag, wenn wir das Warmwasser abziehen, weil das mache ich ja nicht mit den Klimaanlagen und das läuft ja über die Ölheizung, wie gesagt, weiter. Wenn ich das abziehe, also sagen wir mal 12 Liter statt 15 Liter am Tag annehme, dann sind wir auf einmal schon bei 18.000 Kilowattstunden, also schon mal deutlich darunter. So, und jetzt noch was, die Ölheizung hat halt leider auch keinen Wirkungsgrad von 100%, bei uns liegt die halt eher so bei 70, es ist halt eine sehr alte Heizung. Und nehmen wir das jetzt noch dazu, dann kommen wir halt auf 12.600 Kilowattstunden. Also ihr seht, das passt halt auch gar nicht so schlecht, ja. Was viele auch vergessen haben, ist halt, dass eine Zentralheizung ja das Wasser erwärmt, also ein Wasserboiler erwärmt und dieser dann über die Heizungsrohre in den Wänden dann in die eigentlichen Heizkörper geht und diese dann erwärmt. Auch hierbei entstehen natürlich Verluste und besonders bei älteren Häusern kann das durchaus was ausmachen, also auch bei uns. Und ich vermute, dass die Klima hier tatsächlich Vorteile hat, einfach weil sie diesen Wasserkreislauf gar nicht hat. Ja, also eine wirkliche Verlustquelle weniger und kürzere Wege halt, um die Wärme zu übertragen. Zumindest ist das, wie gesagt, meine Vermutung. Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet. Falls ihr da mehr wisst, dann freue ich mich mega gerne über Kommentare dazu. Wir können auch sehr gerne darüber diskutieren. Die Übertragung an die Luft hingegen hast du ja in beiden Fällen, also bei der Klimaanlage wie auch bei der Zentralheizung. In einem Fall halt durch die Heizkörper und in dem anderen Fall bei der Klimaanlage durch das Innengerät. Die Klima dürfte hier aber sogar den effizienteren Wärmetauscher, also Heizkörper, haben, da diese viel feinere Rippen und ein Gebläse hat. Ja, und das also im Vergleich zu einem normalen Heizkörper und das ist natürlich schon ein großer Vorteil, also auch das dürfte den Wirkungsgrad erhöhen.
Aber bei Fußbodenheizung kann die Sache wieder anders aussehen. Da weiß ich tatsächlich nicht genau. Haltbarkeit. Die kenne ich natürlich nicht, solange laufen meine Anlagen noch nicht. Aber es haben sich auf mein letztes Video einige Zuschauer gemeldet, die das genauso machen wie ich. Und die haben eigentlich nur Gutes berichtet. Also die haben meistens Mitsubishi-Klimaanlagen gehabt und die wurden halt sehr, sehr gelobt. Also bei vielen laufen die wohl tatsächlich schon so seit 10 bis 11 Jahren sauber durch. Und das ist ja schon mal erstmal ganz gut. Wie gesagt, das sind jetzt aber nur Einzelberichte. Auf Basis dieser positiven Berichte habe ich mir jetzt direkt eine größere fürs Wohnzimmer bestellt, da wir, wie gesagt, noch nicht alle Räume bisher ausgestattet haben und die fürs Wohnzimmer bei uns ein bisschen zu klein dimensioniert war, haben wir jetzt gemerkt. Vorteile der Mitsubishi sind noch, die läuft halt bis zu Temperaturen von minus 25 Grad Celsius und hat einen Scope von 4,7, was nochmal besser ist als die LG, die ich bisher habe, die einen Scope von 4 hat und bis laut Datenblatt bis minus 10 Grad nur läuft. Also ein Scope von 4,7 sagt zum Beispiel aus, dass ich 4,7 mal mehr Wärmeenergie bekomme, als ich Strom reinstecke. Und das über einen gewissen Temperaturbereich verteilt. Also es ist jetzt nicht nur für eine Temperatur, sondern für mehrere gemittelt. Das macht das Ganze dann so ein bisschen glaubwürdiger und realistischer. Abschließend kann ich zur Haltbarkeit aber nur sagen, ob jetzt eine große Wärmepumpe länger hält, das weiß ich nicht. Da habe ich einfach keine Erfahrung, da muss ich ehrlich sein. Und nach den bisherigen Kommentaren scheinen die Klimageräte aber erstmal sehr robust zu sein. Wie lange eine große Wärmepumpe im Vergleich hält, weiß ich aber nicht. Da hat sich leider keiner gemeldet. Also wenn ihr da irgendwie Erfahrungen habt, dass sie zum Beispiel defekt ist oder ihr habt die schon lange am Laufen, dann meldet euch gerne. Ich trage das sehr gerne weiter. Also auch immer ehrlich natürlich. Einige haben geschrieben, dass das Außengerät einfriert und keine Abtauautomatik hat. Das stimmt nicht. Also es ist wirklich falsch. Das Gerät hat eine Abtauautomatik und das werde ich euch auch gleich mal zeigen. Die Geräte frieren regelmäßig zu, weil die halt im Heizmodus außen natürlich kälter sein müssen als die Umgebungstemperatur. Das ist ja die Funktion so einer Wärmepumpe, dass die außen kalt wird und innen warm. Ne? So funktioniert die halt. Wichtig ist aber, dass die Geräte dann kurz Pause machen und das Außengerät dann einmal erwärmen und damit dann abtauen. Bei großen Wärmepumpen geschieht das automatisch, ohne dass der Benutzer irgendwas davon mitbekommt. Und bei kleinen Klimaanlagen wie hier ist es genau das dasselbe und das zeige ich euch jetzt gleich auch. Okay, der Artikel in der Chip, das hatte ich auch noch erwähnt, also es erschien dieser Artikel hier in der Chip E-Fahrer und ich war halt echt überrascht, weil mir ein Bekannter auf einmal geschrieben hat, ey Andi, ich habe dich in der Chip E-Fahrer gesehen, cooler Artikel. Dann habe ich halt blöd geguckt, da ich echt gar nichts davon wusste und habe mich natürlich aber sehr gefreut, da das die Reichweite von meinem Kanal selbstverständlich noch mal ein bisschen erhöht hat. Es hat jetzt nicht mega viel ausgemacht, aber ein bisschen geholfen hat das schon. Und der Artikel war halt auch total positiv, also da kann ich mich eigentlich nur für bedanken. Das war für mich jetzt erstmal sehr, sehr gut. Wie schon gesagt, sind meine Videos sowieso unter Creative Commons Lizenz, also bei Namensnennung für jeden frei verwendbar und kein Problem. Was ich auch nochmal betonen wollte und auch nochmal ganz klar sagen wollte, ist, dass es halt wirklich nicht erlaubt ist, die Anlage selbst einzubauen. Und machen lassen ist teuer. Es sei denn, ihr kennt jetzt jemanden, der euch das, sag ich mal, günstig macht oder so. Das kann ja gut sein, ne? Und dessen sollte man sich einfach bewusst sein. Das wollte ich jetzt hier nochmal ganz klar erwähnen. Es gibt aber auch Förderungen für effiziente Klimaanlagen. Also zum Beispiel die Mitsubishi, die wir haben, die kann so eine Förderung bekommen. Und das kann total sinnvoll sein. Damit habt ihr dann zum Beispiel den Einbau schon mal relativ gut oder zum Großteil bezahlt. Also das ist auch eine ganz, ganz runde Sache, kann man durchaus machen. Nur so zur Info für euch. Dann wurde noch oft die Behaglichkeit, also der Wohlfühlfaktor erwähnt und die Sorge, dass sich die Wärme der Klimaanlagen nicht gut anfühlt. Da scheinen aber auch so ein paar merkwürdige Mythen herumzugehen. Deswegen werde ich nächste oder übernächste Woche ein Video nur zu dem Thema machen, weil das tatsächlich relativ komplex ist und euch zeigen, was wissenschaftlich gesehen wichtig ist, damit ein Raum möglichst angenehm beheizt ist und welche Heizung am behaglichsten ist. Ja? Ich würde euch auch mal so ein Ranking zeigen, weil ich hatte jetzt wirklich wir haben einen Kachelofen, wir haben Infrarotpanels ausprobiert, ich habe einen scheiß Konvektor, einen Elektrokonvektor probiert, Heizkörper hatten wir und halt die Klimaanlage. Also ich glaube, da habe ich ein relativ rundes Bild und kann euch dann einfach schon mal sagen, wie wir das so empfinden, was wir eigentlich am angenehmsten finden, da so ein Ranking aufzustellen. Und es gibt tatsächlich in Deutschland auch eine Norm zur Behaglichkeit. Ja? Wie gesagt, wenn es keine Norm gibt, dann existiert es auch nicht. Oder wie war das hier? Ich weiß nicht. Also da musste ich ein bisschen grinsen, musste ich tatsächlich sagen, weil ich das als, es ist was sehr Subjektives.
Okay, wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ich euch hier einige Fragen beantworten konnte. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir wie immer ein Abo und ein Like da. Mir macht das eine Riesenfreude. Euch kostet es nicht viel. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.